Hallo und ein herzliches Willkommen zurück. So, wir haben das Heft und machen uns jetzt auf den Weg, das nächste zu suchen. Ich weiß gar nicht, wie viel Essen haben wir denn noch dabei? Da muss ich mal reingucken. Viermal. Das ist schon ein bisschen was. Da komme ich nicht durch hier. Also da könnte man noch vielleicht bis auf die nächste Insel kommen. Vielleicht kann man hier auch mal angeln. Wir haben jetzt sowieso einen Angelboni. Da können wir doch mal schauen. Vielleicht kriegen wir hier ja ein bisschen andere Fische oder bessere Fische oder was auch immer. Ein bisschen bessere Gerichte wären ja auch nicht schlecht. Ja, ich drücke ja schon. Eine Krabbe. Okay. Ein weißer Marlin. Auch gut. Also, es gibt dann tatsächlich hier andere Fische. Ein weißer Marlin. Okay, aber das ist aber anstrengend hier. Ach, das wird gar nicht mehr reichen von der Dings her. Von der Nahrung her. So, und den noch. Einfach rein damit. So, und dann angeln wir hier weiter. Und wenn dann der Fischgrund leer ist, gehen wir zum Boot, beziehungsweise laufen noch so viel hier auf der Insel ab, wie wir können. Und dann gehen wir nach Hause, füllen wieder alles auf. Oh, was soll denn das? Ey. Oh. Okay, das ist ja... Oh, ich glaube, ich muss noch mal nachlesen, wie Angeln wirklich funktioniert. Oh. Eine Krabbe. Yay. So, Handbuch. Nochmal eben kurz nachgucken. Angeln. Geduld ist der Schlüssel, klar. Du wirst etwas warten müssen. Sobald ein Fisch angebissen hat, wird er versuchen, davon zu schwimmen. Um ihn zu fangen, musst du ihn bis ganz zu dir heranziehen. Sollte es dem Fisch gelingen, weit genug wegzuschwimmen, entkommt er. Die Distanz, die ein Fisch zu dir gezogen wird, hängt von deinem Timing ab. Versuche zu ziehen, wenn sich die beiden Wellen um den Fisch überlagern. Ein perfekter Drei-Sterne-Zug wird den Fisch sehr nah an dich heranziehen. Okay. Sei achtsam, während du angelst. Manche Fische sind besonders flink. Okay, dann mache ich das tatsächlich falsch. Dann will ich jetzt mal eben schnell schauen, wie was gemeint ist. Ah, okay. Alles klar. Flunder. So, und schon wird das Ganze einfacher. Das ist schön. Ich habe mir gedacht, man muss so schnell wie möglich klicken. Aber in dem Fall eben nicht. Und das macht das Ganze dann erheblich einfacher. Ja, wenn man da natürlich nicht trifft, auch wenn man weiß, wie es geht, ist das natürlich... Okay. Oh. Also das ist wirklich nicht einfach. Thank you.
Oh. Mann, oh, das ist aber wirklich, wirklich nicht einfach zu treffen. Das muss er erst rausfinden, wann man drücken muss. Oh, die Energie. Und haben wir noch was zu essen? Nee, ne? Aha, nö. Okay, gut, dann, ja, fallen wir jetzt sowieso gleich um. Dann gehen wir zurück. Wir haben jetzt ja einiges an schönen Fischen und so. Und dann schauen wir mal, was wir damit anfangen können. Das erkennen wir ja schon. Yay, einfach umfallen. So. Da müssen wir jetzt trotzdem eben ins Bett. Damit die Energie ganz voll ist und wir den Boni wieder kriegen und dann geht's weiter. Holz haben wir gar nicht besorgt. Das sollten wir auf jeden Fall auch nochmal machen, damit wir unser Feld vergrößern können. Das fände ich wirklich toll, das zu vergrößern. Juhu, guten Tag. Hallo, Leute. Ah, da ist alles sehr trocken. Das heißt, wir gießen erstmal. So. Okay, also da scheinen noch einige Dinge wieder erntbar zu sein. Also Mais. Noch mehr Mais. Und ich wollte jetzt gleich einmal in der Werkbank, also in diesem Handwerkstisch da mal gucken, ob wir da irgendwas herstellen können oder so wegen den Leitern. So, dann noch die Kürbisse hier. Kartoffeln sind noch nicht reif. Und dann brauchen wir eine Schaufel für die Zwiebeln hier. Und dann muss ich das Ganze ja nochmal gießen. So. Achso, einpflanzen sollte ich es nur. Gut. Dann holen wir uns jetzt mal eben einmal Wasser. Okay, so, dann den Kuhtopf als erstes. Ne, mit dir wollte ich gar nicht richtig reden. Ich wollte nicht mit dir reden. Geh weg. So. Warte mal, so. Davon haben wir hier am meisten. Was packen wir noch rein? Ach, hier nochmal Mais. Ist zwar da nicht so wirklich toll, aber macht nichts. Ah, ein Geschenk für uns. Sehr schön. So. Dann jetzt aber erstmal kochen. Oh Gott, oh, guckt euch das an, wie viele Rezepte neu sind. Das ist ja... Okay.
Gut, ich gehe davon aus, dass die Kartoffel ist, die richtig ist. Da, Karotte. So. Hä? Nein, dich will ich eigentlich behalten. So. Okay, gut. Wieder alles durcheinander hier. Also, die beiden muss ich tauschen, oder wie? Ja, okay. So, dann muss die Kartoffel irgendwie weg, ne? Wenn da keine Kartoffel bei ist, vielleicht Reis? Oder Gewürz? Ja, okay. Würziges geschmortes Marlinfilet. Und das hat jetzt. Ah, guck mal, das hat ja schon mega viel jetzt da, was wir da bekommen an Energie. Das ist sehr gut. Dann kann man wenigstens mal ein bisschen länger wegbleiben. Hä? Vielleicht die Kartoffel? Ja. Okay. Also, vielleicht die Kartoffel. Kann auch alles andere sein, was da richtig ist. Okay. Okay. So, Reis dazu? Nein. Was hatten wir hier denn drin? Eine Kartoffel, ne? Gut. Okay. Nein, die Zwiebel muss da drinnen bleiben, das muss raus. Ja. Okay. Die Krabbe passt anscheinend nicht zu dem Rezept. Es muss ja auch jetzt nicht unbedingt was mit neuem Fisch sein, ne? Es kann ja auch was mit dem alten Fisch sein. Ach, okay, herzhaft gebratene Flunder. Okay, alles klar. Oh Mann. Weiter geht's. Wir suchen das immer jetzt nach dem gleichen Schema raus. Das ist alles falsch. Okay. Gut. Das müssen wir tauschen. Okay. Na, komm mit hier. Auch tauschen. Ja, ist eigentlich ja schon klar gewesen, dass zweimal Gewürzzeug nicht richtig ist. Jawohl, süße Krabbenburger. So, und weiter. Wir machen so weiter. Das dauert zwar einen Augenblick, aber ich glaube, das ist dann doch am schnellsten und am zuverlässigsten. Oh, guck mal, eine Sache ist schon richtig. Der Mais war richtig. Dann Zwiebel. Karotte. Reis. Reis.
Aubergine. Ich glaube, jetzt können wir gleich mal hier die Fische einsetzen. Genau. Marlinsteak mit Maisreis. Sehr schön. So, und weiter. Oh, jetzt die Frage, ist es der Mais oder ist es die Tomate, die ich geschoben habe? Die Tomate. Ja, okay. Gut, glaube ich. Da können wir eigentlich auch gleich hier dann mit dem Fisch beginnen. Ja, neues Rezept. Flundersalat. Sehr schön. So, und weiter. Ich würde jetzt mal so rum anfangen hier mit unserem Gemüse. Da müssen wir jetzt gucken, was ist an richtiger Stelle. Den habe ich doch gar nicht umgetauscht gehabt, ne? Okay, so. Den Fisch nicht. Den auch nicht. Dann wollen wir mal gucken, was hier noch... Ah, vielleicht Reis oder Kartoffel? Nö. Karotte. Auch nicht. Kartoffel hatten wir. Dann nehmen wir Tomate. Jetzt müssen wir wieder nach der Reihe gehen, sonst ist das zu durcheinander. Karotte hatten wir. Das hatten wir auch. Kürbis war ja sowieso drinne, glaube ich. Ja. Dann vielleicht Gewürz. Ah, Muschelkrabbeneintopf. Okay. So. Wir machen das wieder wie vorher auch. Sonst dauert das noch länger. Eine Sache ist richtig. Und das waren die Tomaten. So. Ja. Halt so. Super. Und dann können wir gleich wieder hier von hinten anfangen. Da wird eh wieder Fisch oder irgendwas bei sein. Genau. Geschmortes Marlinfilet. Level 6 Gericht. Und dann haben wir nochmal zweimal das Ganze. Und dann haben wir es, glaube ich, geschafft. Endlich. Komm jetzt mit. So, der Mais ist nicht gemeint. Die Tomate auch nicht, sondern die Kartoffeln. Jawohl. Okay. So, dann Zwiebel. Gebratene Flunder. Gut. Und dann das letzte Rezept. Also so auf diese Art und Weise geht das ganz gut mit dem Erforschen, finde ich. Das ist ganz, ganz okay. Zwar auch irgendwie, ne, durch dieses Rumprobieren ein bisschen nervig, aber trotzdem am schnellsten, wenn man das Ganze so macht. So. Wir nehmen mal den Krebs hier gleich rein. Die Krabbe. Krabbenburger. Yay. Haben wir nicht schon Krabbenburger gehabt? Okay. So. Was haben wir denn hier? Wir haben die hier. Ja, kochen wir gleich zweimal. Und das. So,
Und das war's. Es wäre schön, es wäre wirklich schön, mehr Platz für Essen zu haben. Bin mal gespannt, ab wann wir das freischalten. So, wir haben jetzt alles voll mit gutem Essen. Unsere Energie ist auch voll. Wir haben aber nicht den Bonus und es wird dunkel. Deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt dann erstmal nochmal wieder schlafen. Bevor wir dann losgehen und eben das nächste Teil des Schwertes sammeln. Nein, das wollte ich gar nicht. Ach, das ist doch... Das ist doch doof. Müssen wir nochmal was nachkochen? So, aber das machen wir erst im nächsten Part. Also bis denn. Ciao, ciao.